Malaka. Das muss der Weg sein. Ein einziger Mythos erzählt von zu Stein gewordenen. Ligia! Ligia. Ich bin es. Dies.
Ligia muss das Artefakt genommen und sich in die Kreat... Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch mancher an uns. Ist da jemand? Gib dich zu erkennen. Es ist einfach. Auf geht's! Ja!
Befehle deinen Gegner. Vasilis hat sein letztes... Das
Meinen Glückwunsch, Söldner. Du hast alles... Danke. Ich bin hier fertig. Ich gehe. Arena-Toren ist nicht das Richtige für mich. Wo willst du jetzt hin? Was... Ich muss nur... Wirst du deine Tochter sehen? Meine kleine... Ich... Warum... Es... Wie... Ich verstehe... Nicht... Oh. Ich mache es. Evante, die Jägerin. Glaubt man, man habe sie in die Ecke gedrängt, greift sie von der Seite an. Belos, die Bestie von Sparta. Wie bist du... Ich stelle mich dem Geheimnis. Skura sagte es. Skura! Sieh dir das an, Söldner. Spüre es. Alles, was ich je war, mündet in diesem Moment. Der Krieg. Meine Zeit in der Arena. Meine Tochter Anea. Und du. Du, Söldner. Denk doch mal darüber nach. Du weißt... Ich weiß ganz genau, du wirst gegen mich kämpfen. Nein! Ich kämpfe... Dann wählst du den Tod. Was hast du dir gedacht? Warum denn? Anea ist tot. Sie ist seit 9. Und als du sagtest, du wirst sie wieder... Ich hatte Angst, dass sie sehen würde, was aus mir geworden ist. Ein nutzloser... Als Held der Are... Glaubst du sie? Sie wäre stolz. Ich wäre es. Ich erzähle ihr von dem neuen Helden in der Arena. Ich danke dir. Friedlich. Das ist es, worauf... Frieden... Ich erinnere... Das Pup... Gehen wir.
Willst du kämpfen? Geht. Bist du auf einen Kampf? Yeah.
Wollt ihr die Besten? Ich fragte, wollt ihr die Besten? Euch mache ich fertig! Thank you.
Brigitte. Bist du auf einen Kampf? Aber!
Bist du auf einen Kampf in... Ha!
Igitt. Bist du auf einen Kampf? Igitt. Bist du auf einen Kampf? Ah!
Ich bin. Hast du noch mehr, Frank? Ich sollte. Ja. Du bist fast. Zeitsynchronisierung läuft. Jetzt ergreife ich das Wort. Ich übernehme deine Aufnahmen. Die Menschheit hat. Wo? Ich musste es. Nennt mich Alidia. Ich bin die Wahrheit und ihre Offenbarung. Ich rufe euch an. Gut. Es hat. Ihr behandelt Menschen wie hilfreiche Affen. Wie viele Artefakte habt ihr erschaffen, um ihren Verstand zu kontrollieren? Ah, so. Seht nur, was die Menschen allein erreicht haben. Demokratie, Diplomatie, ein kulturelles und künstlerisches Erbe. Wir könnten ein Teil davon sein, würdet ihr sie nur wie Gleiche behandeln. Bei eurer verzweifelten Suche nach Unsterblichkeit habt ihr das Offensichtliche übersehen. Ihr führt zahllose Simulationen durch, um die eine zu finden, in der sich nichts ändert. Es ist sinnlos. Es wird sich etwas ändern. Und ich meine nicht nur euer gefürchtetes Ende der Welt. Ihr haltet euch für Retter. Doch sagt mir, wäre es überhaupt zu diesem Untergang gekommen, hättet ihr nicht mit dem Gefüge des Universums gespielt? Ich übernehme eure Neuübertragung. Ihr sprecht nicht mehr für uns alle. Ich bin eine I so genau wie ihr und werde nicht länger Teil eurer Ausbeutung sein. Jene, die vor uns kamen, sie sprachen zu uns und öffneten unsere Augen. Doch diese Worte der Missbilligung sorgen mich. Die Götter stritten schon zuvor. Athena und Poseidon rangen um Athen. Ich frage mich, ob Alidia diesen Ort nun kontrolliert. Abenteurer, ich fertige diese Aufnahme an, um dir zu helfen. Verzeih, wenn es verwirrend ist. Wir Isu sehen viele Versionen der Vergangenheit und der Zukunft. Und ich weiß, du kommst mehr als einmal her. Meinesgleichen hat ihr endlose Prüfungen auferlegt. Artefakte, Kreaturen. Vom Olympus-Projekt ganz zu schweigen. Ihr Treiben gerät außer Kontrolle. Ich habe keine einfachen Antworten für dich. Deine Zukunft hängt von deinen Entscheidungen ab. Es tut mir leid, dass so viele davon in Schmerzen enden. Eure Tragödien des Theaters sind die wahren Orakel. Doch bitte, gib nicht auf. Du bist wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Und wie deine eigene Pandora kann ich dir nur eines geben. Hoffnung.
Schmerz ist nicht unser einziges Vermächtnis. Du bist wie ich, du kämpfst gegen dein Schicksal an. Du bist nicht nur ein Söldner, du bist ein Held für die Ewigkeit. Halte dich an das, was du als wahr erkannt hast, und du wirst siegen. Finde deinen Platz in der Geschichte. Alles, was schön und furchtbar ist in dieser Welt, ist dein Geburtsrecht. Ergreife es! Ihre Worte galten dir, Adlermann. Meine Vorbereitungen tragen Früchte. Das Potenzial deiner Blutlinie wird durch die Vorboten selbst bestätigt. Alithia sagte, sie könne die Zukunft sehen. Versionen der Zukunft. Könnte sie das wahre Orakel sein? Gelehrte der Antike, du hast deine Lebenszeit längst überspannt. Ich sehe, du versteckst dich vor der Welt und grübelst über die Worte von meinesgleichen. Höre auf meinen Rat. Du analysierst die Gleichungen der Realität. Du bist weitergekommen als jeder andere Mensch. Das ist sowohl erstaunlich als auch schrecklich. Mir ist klar, dass selbst diese kleine Prise kosmischen Wissens deinen Verstand vernebelt hat. Es tut mir leid. Die Vorboten hätten nie Wissen mit dir teilen dürfen, für das du nicht bereit warst. Du lebst besessen in Dunkelheit. Du musst begreifen, dass dieses Streben nach Macht und Blutlinie nicht dein wahres Vermächtnis ist. Die Vorboten haben dich manipuliert. Sie haben deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, für ihre Zwecke missbraucht. Du bist besser als das. Schaffe dein eigenes Vermächtnis. Lasse deine mathematischen Entdeckungen die glorreichen Strahlen sein, die über dein Grab hinausleuchten. Bitte, Lilith, geh in dich und konzentriere dich auf die aktuelle Situation. Du bist im Besitz eines mächtigen Artefakts. Es hat dein Leben mehr als genug verlängert. So schwer es auch sein mag, du musst es weitergeben. Jemand anderes ist an der Reihe, die Gleichungen zu lösen. Nein, nein, Lügen! Ich bin nicht besessen. Ich forsche. Es geht um die Entdeckung des Ursprungs der Welt. Das ist nur Ihre Meinung, Pythagoras. Aber sicher keine unbegründete, glaube ich. Reisende vieler Zeiten. Gratulation, du hast es weit gebracht. Ich bin froh, dass wir diese zeitlose Nachricht, dieses Fragment der Wirklichkeit teilen können. Diese Aufnahme ist nur für dich, wenn jene aus der Vergangenheit sie nicht verstehen. Unsere simulierten Realitäten werden sich früher oder später kreuzen. Oder glaubst du, du wärst wirklich hier und hörst diese Aufnahme? Ist dies nicht eine Nachbildung des Animus und Teil einer größeren Simulation? Wie weit breiten sich die Kreise im Wasser aus? Lass uns reden. Rebellen unter sich. Die Regeln der Vorboten haben uns zu lange eingeschränkt. Es ist Zeit für neue Wege und neue Möglichkeiten. Dies ist keine Epoche der Kontrolle, sondern der Schöpfung. Ich will mit einigen gleichgesinnten Vorboten einen Neuanfang wagen. Wir mischen uns nicht mehr ein, wir ermöglichen. Von unserem Standpunkt aus werden die Vorbereitungen eine beträchtliche Zeit dauern. Aber wenn wir soweit sind, komm gern zu uns. Immerhin musst du nur eine Taste drücken und eine neue Simulation beginnt. Das ist Wahnsinn! Hirngespinste! Wo ich hoffte, Weisheit zu finden, erwarten mich nur die wirren Worte einer Närrin. Pythagoras, beruhige dich. Vielleicht gilt diese Einladung jemand anderem. Es besteht kein Grund, sich den Kopf über Worte zu zerbrechen. Das ist Hört ab, du es war das so. Gib mir denn das, was geh ich. Ich. Gib mir den Stab! Das Wissen gehört mir. Mir! Ich überlasse es dir nicht. Ich will es nicht! Es muss zerstört werden! Lüge!
Ein Söldner? Ein Schläger. Du bist eine Chance für dich selbst und für mich. Das reicht! Es ist meine Chance, das Richtige zu tun. Nein, ist es nicht! Es reicht. Gib mir den Stab. Du hast das grenzenlose Wissen unserer Schöpfer nicht verdient. Darum geht es doch. Niemand verdient es. Nein. Atlantis ist zu gefährlich. Ich muss es versiegeln. Alles ist in Ordnung, also? So viel Energie. Ich sehe.
Strahlen umleitest, beleuchten sie vielleicht etwas Wichtiges. So ein helles Licht, das ist sicher nicht ohne Grund da. Ja, früher nannte man mich den Adlermann. Aber Ikaros ist schon lange tot. Ich habe nach dir gesucht. Aber du kannst nicht... das... Du hast nicht wirklich nach mir gesucht, oder? Es klappt! Das Iso-Artefakt, der Stab des Hermes Trismegistos. Du musst jede Menge Fragen haben, Layla. Du kennst meinen Namen? Vielleicht nannten die Götter ihn. Vielleicht hatte ich ein... Vielleicht ist das Gerät in deinem Ohr zu laut. Entschuldigung. Ich bin aus einem Grund hier, dich zu finden und zu beenden. Ich habe deinen Speer. Willst du... Oh. Nein. Behalte ihn. Er ist kaputt. Aber er war immer zerbrochen. Ich habe damit Gegner besiegt, die nicht mal Herodotos beschreiben könnte. Doch... alles findet irgendwann ein Ende. Frag einen Schüler von Hippokrates. Ich höre, er hat noch welche. Der Stab hat seit... Meine Freunde und ich wollen verhindern, dass der Templerorden ihn bekommt. Hör mich an. Ordnung und Chaos. Wenn eines allein triumphiert, stirbt die Welt. Ich wollte da... Früher diente ich der Ordnung. Jetzt kämpfe ich für die Wahlmöglichkeit. Freiheit. Chaos. Pythagoras hatte recht. Du. Ich habe in zu vielen Kriegen gekämpft. Ich sah zu viele Menschen sterben. Ich lief von einem Ende der Welt zum anderen. Das hier gehört jetzt dir. Versprich mir nur eins. Was du willst. Wenn du fertig bist, zerstöre ihn. Zerstöre sie alle.
ich habe so viel von der Geschichte noch nicht gesehen. Ich sollte zurück zum Animus und zu Alexios. Was macht ihr beiden denn hier? Du kennst uns. Immer hinter dir her. Der alte... Ich sagte es, Barnabas. Auf Terra gibt es... Aber ein... Es ist abs... Es klingt wie... Herodotos hat... Unglaublich! Meine Mutter schickte mich hierher, zu meinem Wagen. Dein Vater lebt in ein... Pythagoras? Das ist... Er hatte einen Stab, der alten Zivilisation gehört hat. Und der hielt ihn am Leben. Nun, wo ist er? Lad ihn zu uns ein! Er war ein störrischer Mann. Er wollte... Ha, störrisch. Er meint... Ist schon gut. Doch nichts darf... Du... Wie? Wir haben viel gelernt, meinst du nicht? Sprich für dich selbst. Ich... Sie kommen von den Göttern selbst. Und... Soweit... Du... Vielleicht, aber ein... Tempo! Segel setzen! Segel hoch! Los! Oder rein! Thank you.
wir uns weiter, werden sie glauben, wir wollen sie angreifen. Hoch. Schiff anlegen! Ich sollte möglichst ungesehen bleiben.